So, ich habe mal ein bisschen rumgefummelt. Hab diese, ich hoffe, dass diese Autosave-Funktion abgeschaltet ist. Und habe noch die Aufnahmesoftware auch noch eingetragen in diesen Riva-Tuner mit 60 Hertz. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, wie sich das jetzt bemerkbar macht. Gut, wir haben Tour, wir haben zu tun. Mal Die gucken. Zielführung wurde gestartet. Mal gucken, ich sehe, das schwankt gerade immer noch, aber mal schauen. Wir schauen einfach mal, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. So, jo, dann würde ich mal sagen, wir dödeln mal los. Da gucken wir mal nach, ob diese Bildabstände Jetzt links abbiegen. korrigiert werden. Du willst da lang, ich will hier lang, dann kannst du da lang und ich kann hier lang. So. Stehst du da und wartest oder lieferst du? Er liefert. Nach 200 Metern links abbiegen. Er hat die Türen offen. Jetzt links abbiegen. So, dann schauen wir mal. Bus. Hast du halt Pech. Ach, hier. Er sitzt auf Mauer. So. Guck, hier ist so ein schöner kleiner Markt. Und wie immer Jetzt links fahren. wird die Straße krumm, wenn ich irgendwo hingucke. So, keine Ahnung, ob das jetzt hier was bringt. Ich sehe, er schwankt da immer noch rum, aber Jetzt rechts fahren. mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich denn noch machen könnte. Ja, gut. Das müsste auch noch abschaltbar sein, hier dieses. Das reagiert irgendwie, ne? Also da muss irgendwie an der Seite links und rechts von dem LKW irgendein Trigger sein, ja? Der dann halt erkennt, ob da was im Weg ist oder nicht. Und das löst dann diesen Alarm aus. Naja. Ja, anders vielleicht auch erstmal gar nicht Jetzt links fahren. machbar, ne? Weil es ja. Ja, also weißt du, hast du Pech. So. Wir müssen eh gleich wieder runter. Schauen wir mal. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Genau. Das tun wir mal. Sonst kommen wir ja nicht auf unseren Weg. Also ich habe gestern auf dem Video gemerkt, was ich dann auf YouTube hochgeladen habe, dass es irgendwie besser ging. So, hier ist mir ja jetzt wichtig, ob dieses Autosave aus ist. Da habe ich in der Config was geändert. Habe ich gelesen vorhin. Da steht irgendwie G-User Autosave gleich 2. Das habe ich auf 0 gestellt. Mal gucken, ob dieses Autosave weg ist. Wir werden sehen.
Sonst hat es immer alle, ich glaube, alle 2 Minuten hat es gespeichert. So, hier, bevor du da bist, bin ich mal weg. Na? Also bis jetzt habe ich noch nichts gesehen mit Autosave. Mal schauen. Wir lassen uns mal überraschen. Wenn das mit 0 abgeschaltet ist, ist es ja okay. Also muss man einstellen in der config-conf-Datei im Hauptordner vom ETS. Also nicht bei Steam im Ordner, sondern ne, bei eigenen Dateien und dann Euro Truck Simulator. In dem Ordner ist diese config-conf und da guckt man dann nach G, User, Autosave oder sowas. Und dann da steht eine 2 hinter und das habe ich jetzt auf 0 gemacht und bis jetzt hat er noch wohl noch nicht gespeichert. Sonst wäre mir das schon aufgefallen. Weil das war ja das, wo ich gestern gesagt habe, das mich stört. Wir werden sehen. Ah, das schwankt da aber immer noch. Mal gucken. Ja. Jedenfalls läuft es hier auf dem Bildschirm perfekt. Ich meine, man speichert das Spiel ja sowieso. Also ich jedenfalls. Viele brauchen ja vielleicht die Autosave-Funktion. Haben geschrieben, dass es denen schon mehrere Male den Arsch gerettet hat. Warum, weiß ich nicht. Ist denen das Ding dann immer abgestürzt oder so? Dann ist diese Autosave-Funktion natürlich wichtig. Ja, aber bis jetzt... Ja. Ah, schön, er lässt mich rein. Das ist ja auch eine Konstruktion hier. So kann man das auch machen. So kann man das ja auch machen. So, was haben wir denn? 14.14 Uhr. 8 Stunden, wann sind wir da? 22.53 Uhr. Das ist ja den Dunkel, ne? Aber wir haben ja auch Zeit. Ja, die LKWs, die rasen jetzt auch nicht mehr so, ne? Das stelle ich immer wieder fest. Das ist irgendwie cool. Manche ja, manche nicht. Der hat ihnen Pfeil schief aufgemalt. Aber vielleicht soll das ja auch so. Keine Ahnung. So. Habe ich Autosave jetzt übersehen oder war da nichts? Gut. Ich glaube, das war nichts. Das war eine optische Täuschung. Man ist schon ganz mit Sugar da mit diesem Autosave. Kringel oben links in der Ecke. Also, ne, hier in-game, das läuft alles. Und so sollte das links fahren. Und so sollte das ja auch abgefilmt werden. Vom Bildschirm.
Wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt links fahren. Lässt er mich rein? Ja. Macht er. Nö, also Autosave, so diese Ruckler sind da weg. Jetzt links fahren. Die alle 2 Minuten gekommen sind. Bis jetzt ist mir nicht aufgefallen. Das ist doch schön. Na, du bist ja auch hier mutig. Mein lieber Schwan, du. Yo, Mai. Da könntest du doch aussteigen. Eine reinhauen. Mit einem Ami-Truck hätte ich einen platt gemacht. Mit der Schnauze, ne? Aber Gott sei Dank, die Dinger hier sind ja alle vorne flach. Hammer. Ist wie in Real, ne? Ist wie in Real. So. Hier musst du noch mehr Rücksicht nehmen, ne? Hier musst du noch vorausschauender fahren. Durch die Mod. So, wenn da jetzt immer noch irgendwelche kleinen Ruckler sind, da kann ich jetzt, da weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich habe jetzt alles so gemacht, wie ich das machen kann. Das liegt dann nicht in meiner... Was ich noch machen kann, ist, ich nehme ja mit OCAM, das ist übrigens eine Freeware, ja, in H265 auf. Vielleicht gibt es ja da auch irgendwelche Sachen. Ich kann ja nächstes Mal in H264 aufnehmen. Wobei H265 die bessere Qualität hat. Also kann man auch testen. So. Ihr wollt da raus und natürlich kommt was von links. Aber jetzt nicht mehr. So, Motorrad ballert natürlich vorbei, ne? Weil noch eins. Das tut ja nicht Not. Ja, da
Das sieht schon wieder komisch aus da vorne. Da ist Elefantenrennen, ha? Aber ist lustig. Guck die kleinen Scheißer hier. Wie die Insekten fummeln die sich hier zwischen. So, Maut. Was sind denn hier immer für Schwellen, sag mal. So. Schön. Hat der Feind gemacht. Er fährt mir auch vor der Latüchte. Ich muss den anderen da hinten leider abwürgen. Ja, hier geht's leicht berghoch. Permanent und schräg. Das ist hier so. Das ist hier so. Wir kommen. Guten Tag. Über diese Brücke. Muss er kommen. Bilbao, Santander. Tralala. Mit Fluss. Mit Fluss, mit Fluss. Wo geht die Straße denn hin? Oh ja. Ich meine, die rechts wegging. Hier ist ja einfädeln. Die da rechts weggegangen ist. Komm. Komm, komm. So, und schießen. Noch so ein Insekt. Bei denen hier musst du aufpassen, ne? Die schummeln sich dazwischen. Die siehst du auch nicht. Und bums, liegen sie auf der Seite oder stehen da und wackeln. Schaukeln sie hin und her. So, hier. Na, wenn einer eine Reise tut. Ja, ja. Ich bin immer noch begeistert von diesem LKW. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, den 12-Gang-Heini zu testen. Ich bleibe hier bei meinem 6-Gang. Er lässt sich ein bisschen Zeit beim Anfahren, aber er fährt. Er macht jetzt zumindest alles richtig, was er richtig machen soll. Und dies ist schön.
Ja, bis jetzt kein Autospeicher, ne? Kein Autospeicher ruckel mehr. Da kommt schon wieder so eine Mautstelle, da brauchen wir gar nicht mehr so viel auf die Tube drücken. Das mit den Tankstellen hier ist cool gelöst. Ne, da muss man nicht erst noch irgendwo hin und rausfahren, sondern einfach einen Bypass rein tanken und dann bist du wieder dabei. Batsch, da sind immer so eine Schwelle, ob die absichtlich sind. So, hier keiner mehr vordrängeln, ne? Wir können hier mit 30 durch. Ja. P wie Pech ist DE, ne? Wenn du nichts Augen hast am Kopf, dann ist Pech. Kann ich auch nichts machen. Was soll ich da machen? Ich kann ja nicht auf alle Rücksicht nehmen. Nur weil ihr da meint, guck mal, so ein LKW. Den nehme ich doch mit links. Ja, angeschossen, rechts ran, oder? Ja, das kommt mir alles spanisch vor. Das kommt mir alles spanisch vor mit euch. So, hier ist ja schon wieder so ein Ding. Was ist denn hier los? Was soll das denn? So, aber wisst ihr was? Ich mach hier. Obwohl, ist ja Quatsch, wir machen keine Haie. Guck mal, 4 Stunden. Wenn wir jetzt pennen, dann sind wir ja auch um 3 Uhr wach und dann ist ja auch Quatsch. Also fahren wir noch ein bisschen oder wir fahren durch. Dann ist es so. Quatsch, das war knapp. So. Kommt ihr klar? Wisst ihr was? Lass mal die Marie raus. Ihr könnt ja da machen, was ihr wollt. Das ist ja. Nee, Motorrad siehst du, der hat gemeint, scheiß drauf. Kleiner LKW, das nehme ich doch mit links. Ja, hat er vielleicht auch gemacht. Hat noch nicht funktioniert. Ja, diese komische hier, diese, ne? KI-Mod, also die macht hier nicht KI-Fahrzeuge, sondern die ändert nur die die In-Game-KI, die Geschwindigkeiten von den Fahrzeugen. Also macht die unterschiedlich. Dass sie nicht alle gleich schnell rasen und was weiß ich. War ja auch unrealistisch. Guck mal hier. Boote. Cool. Obwohl, wir haben Zeit. Wir könnten schlafen, ne? Da ist schon wieder so ein Ding. Na Mensch, erst hast du gar keine, da fährst du etliche. Kilometer.
denkst, oh, hier gibt es ja gar keine Mautdinger, aber jetzt sind die Dinger ja wie Sand am Meer. Na, das ist ja vielleicht auch ein TÜNF. Scheiß Wegelagerei. So. Und? Und wie jetzt hier und? Hier ist Telepass. Kommt einer? Nee. Hier können wir durchfahren. Ja, sehr schön. Komm, Boss, ich lass dich mal raus hier. Mach mal, mach du mal. Bevor du mir die Seite rein eierst. Dit. Wollen wir ja nicht. Hier geht schon wieder berghoch, ne? Aber so ist das. Jedenfalls können die hier alle nicht hochjagen, hochballern. Und die haben alle ihre Probleme. Das ist doch gut. Da ist schon wieder eine Maut zu sehen. Ich fasse es ja nicht. Sag mal, die sind ja wie Insekten hier. Kaum bist du in der Gänge, kommt da schon wieder so ein Scheiß. Das ist nicht schön. Ja, das ist nicht schön. Manchmal sind ja komische Sachen an der Straße, wo du denkst, was ist das? Tut das Not? Ja. So. Tut denn das Not? Tut denn das Not? Wir fahren jetzt aber nicht. So. Ach, heul nicht rum. Rechts ist er sowieso zu. Schön. Mit Toilettenhäuschen. Und ihr steht da und fahrt. Manchmal könnt ihr auch stundenlang dem Treiben zugucken. Aber wir machen jetzt Feier. Wir müssen ja weiter. Guck mal, ist nicht dunkler wie vorher und wir fahren dann mal los. Das kann man mal so machen, weil jetzt wird es ja wieder hell. So, ich sehe erstmal keinen. Die ist auch schön. Können wir uns hier rauffummeln. Bis zur gleich nächsten Dingsbums. Jetzt wird's ja hell. So, 3 Stunden brauchen wir noch und wir haben noch Zeit, 11 Stunden. Schön, schön, schön.
So, guck, hier hätte man jetzt rausfahren müssen, ne? Großer Schlaf und Tanke und überhaupt und so. Alles klar. Haben wir nicht gebraucht. So. Ihr seid auch schon so früh unterwegs. Wo wollt ihr denn hin? Die Motorradfahrer. Da sag ich doch, da ist schon wieder so ein Ding, ey, das ist unglaublich. Komm, wir machen mal einen Test. Hier kommen wir doch schneller durch. Na, siehste. Na. Wie viele Tonnen haben wir drauf? Ach, 27 Tonnen, okay. Oh, ist ja nicht ganz leicht. Die wollen erstmal gezottelt werden. Dazu kommt ja dann noch das Trailergewicht. Und der LKW selbst. Das muss alles bewegt werden. Na, die fahren da hinten keine 90. Nee. Da. Tü. Aber wir haben jetzt keine Laderuckler. Hier. Mach dich vom Acker. Jetzt rechts fahren. What? Oh, guck mal. Haben die da sich gerade gebumst? Schön. Das war meine Chance. Oh, wir müssen gleich nochmal rechts, oder? Na. Hammer. Jetzt rechts fahren. Na? Toulouse. Ach ja, da wollten wir ja hin. Nach Frankreich. Da muss ja noch Grenze kommen. Das stimmt ja. Jetzt links fahren. Der haut ab. Sehr schön. Kommen Sie nur. Oh, sind wir schon in Frankreich?
Ja, dann schütteln wir uns mal hier durch. Am Ende der Strecke wäre gut, wenn am Ende der Strecke kein so ein Ding mehr ist, ja? Denn wäre das angenehmer. Es geht wieder berghoch, berghoch, berghoch. Also da bin ich ja jetzt mal gespannt. Es gab jetzt keine Laderuckler. Also Speicherruckler da, ne? Wieso habe ich schon immer Laderuckler gesagt? Nee, Speicher. Speicherruckler. So. Na. Ihr stapelt euch da hinten schon wieder. Sie fahren. Oh, guck mal, sie gleich da. Anderthalb Stunden noch. Ist ja gleich fertig. Das ist doch schön. Uhr, der Tag ist noch nicht mal richtig hell. Knatterbüchsen hier. Die Knatterbüchsen. Ey, ihr bringt alle Geld nach Hause hier. Könnt ihr mir auch mal vorbeibringen? Weicht. Das könnt ihr. Hier war eben auch draußen. Oh, oh. Da war so ein Speicherding eben. Sag mal. Weiß jetzt aber gar nicht, ob das geruckelt hat. Oder ob das bloß so pro forma da gewesen ist. Keine Ahnung. Habe ich eben gesehen. Das werden wir sehen in der Aufzeichnung. So. Aber ich glaube, ruckeln habe ich das nicht gesehen, oder? Da. Na. Da kommt noch eine Mautstelle, sehe ich schon. Und dann sehe ich aber auch schon unsere Fahne.
Nee, wir bleiben hier. Wir bleiben mal hier. Da ist schon das Ziel. Aber vorher werden wir noch abgezockt. So. Telepass hier. Boing. Uff, ein Punkt. On point. So. Ihr müsst da ja anhalten, weil... Rechts fahren. Dann rechts abfahren. Ja. Jetzt rechts abfahren. Das machen wir. Da wirst du vorher noch mal abgezockt. So. Dann müssen wir rechts runter nachher. Wir werden uns mal hier schon einfummeln. Ich will das ja hier sehen. Du hast doch jetzt hier nicht 90 auf die 2 Meter, ne? Denk mal, dass ich hier richtig bin. Würdest du mir gleich sagen. Rechts fahren. Dann rechts abfahren. Okay. Jetzt rechts abfahren. Das machen wir. Das machen wir. Wir schleichen uns hier hoch. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. So. Lass mich mal dahin. Tam-tadam. So, sehr schöne Fahrt. Eine sehr Halt, das war der falsche. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Guten Tag. Ich wollte eigentlich gucken, ob einer kommt. Ihr ballert hier so durch. Was ist bei euch kaputt? Ich sag noch eine sehr schöne Fahrt. Jetzt abfahren. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Links fahren. Dann links abbiegen. Schön. Jetzt links abbiegen. Das ist nett. Komm, das geht mir auf den Sack hier. Das Gepiepe. Hier. Ich muss links rum. Und das werde ich auch tun. Schön. Die warten hinten. Es ist irgendwie nicht cool. Also ziemlich cool. So. Jetzt rechts abbiegen. Wo bin ich denn da? Ach, da. Ja. Achso, ein bisschen müssen wir noch. Und jetzt. Nach 200 Metern links abbiegen. Ja, jetzt. Jetzt links abbiegen. Da sind wir. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Na, das ist doch aber schön. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung. Das Ziel zu erreichen. Da hinten sollen wir hin. Dann machen wir das. Guten Tag.
bin die Neue, ich komme öfter. Oder auch nicht. Mal gucken. Nichts Genaues weiß man nicht. So. Da stehen wir mit unserer Mühle. Da stehen wir. Früher haben die grünen Dinger mal geleuchtet. Aber das ist bestimmt schon so ein uralt Mod. Die haben mal grün geleuchtet. Ja. Schön, schön, schön. Gut. Ja. Habt ihr was zum Mitnehmen? Pasta nach Finnland. Ojo, mayo. Das ist auch wieder 51 Stunden. Das ist aber eine Strecke. Mein Lieber. Das ist nach Ding Ding. Da waren wir ja schon gerade irgendwie bald mal fast, ne? Hier Polen. Toulouse, Polen, das kann man fahren. Ja, das geht. Rollrasen nach Dänemark? Da fahren wir über Festland, ne? Oder müssen wir einmal mit der Fähre? Dänemark können wir auch fahren. Weil da geben wir Dänemark und Dänemark und Dänemark und weißt du, und dann ist hier 17 Tonnen. Das nehmen wir. Zack. So, wo ist... Da. Ja, und dann fummeln wir den Pöker mal da rein. Das wird so nix. Da fahren wir erstmal lieber ins Dixen vor. Ins Dixen, Slüxen. So. Ja, muss man wieder aufpassen, der hat so viel Bums hier. Dass wir uns da nicht verknoten. Sups mal rein. Noch ein bisschen. So. Sups ihn mal rein. Ach, müsst aufpassen mit dem Gas. Der macht hier so Feuerwerk. Da denkst du, hey. So. Komm noch ein bisschen. So. Und jetzt kannst du hier gerade schieben. So. Sehr schön. Aus. Bremse. Und aufladen. So. Ja. 26 Stunden, aber die fahren wir jetzt nicht. Ja, okay. Okidoki. Bis denn. Ciao.